Servus Leute, zuallererst mal, wenn ihr das Video am 31. seht, guten Rutsch ins neue Jahr und falls ihr es nach dem Jahreswechsel seht, frohes Neues. Und heute gibt es einen Raid auf Shoreline und das Ganze im Schnee. Wir haben seit neuestem Schnee- bzw. Jahreszeiteneffekte. Hat uns BSG und Nikita mit überrascht. Meine Reaktion darauf, wie das Ingame passiert ist, dieser Effekt, findet ihr als Reel auf Instagram oder hier auf YouTube als Short. Könnt ihr euch gerne anschauen. Und ja, Streets im Schnee, ich finde, das ist ein sehr stimmiger Effekt und es ändert das ganze Game, die Büsche sind durchsichtig und es macht echt Spaß, die Steps sind lauter, für einige zu laut. Ich finde es echt gut, ein wirklich ja, gelungener Wettereffekt und eine gute Überraschung. Allgemein ist der Vibe eh sehr, sehr gelungen, finde ich, auch Ground Zero, auch wenn da hin und wieder mal ein bisschen, ja, zu viel PvP ist für den einen oder anderen, aber ich finde es sehr gelungen und ist so der beste Vibe, den sie jemals gemacht haben. Aber eine Zusammenfassung gibt es da vielleicht noch später. Heute geht es um den Raid. Ich war auf Streets unterwegs und das Ganze mit der AK-74N, glaube ich, mit PP-Armor um Level 20 rum. Und es gab einiges an Loot, einiges an PvP. Das Ganze natürlich im Schnee. Und viel mehr will ich dazu eigentlich gar nicht sagen. War ein unterhaltsamer Raid. Schaut ihn euch an. Und ich bin übrigens nahezu täglich live auf twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Link unten in der Description und im ersten Comment. Lasst mal ein Follow da. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß. Elite Lover, ne? Ja, das war bei dir schon das letzte Mal. Office Brata, vielen Dank für den Follow bekommen. Hat doch geklappt, wundervoll. Da haben wir überhaupt kein Problem, ohne Aale. Nochmal ein Lein, ey. Weil es so schön leicht ist. Na, vielleicht nur zwei. Alter, nicht mal. Nicht mal ein fucking Rucksack dabei, ey. Dieser Arena-Modus ist echt lustig. Als sonst. Und heute hat jeder Invite bekommen, das, also jeder, der sich registriert hat, kriegt Invite zur Arena, kann spielen. Probiert ihn aus. Steam? Nee, Ausrufezeichen Arena. Da musst du dich registrieren. Wenn du IOD hast, meldest dich da an, dann kriegst du Invite innerhalb kurzer Zeit.
Ich habe mich aber irgendwie schon an das neue Recoil gewöhnt, so. Kommt jetzt zu viel vor. Spaß. Ja, da kannst du auch bloß Arena kaufen, Isons, ja. Aber ich würde empfehlen, wenn du Bock auf Tarkov hast, die IOD-Version zu kaufen. Na gut, das ist aber ein bisschen hart für den ersten Kauf. Die gibt es aber nur noch ein paar, 10 Tage oder so. Ah, im Moment gibt es Rabatt, Isons. Ist eine gute Zeit zum Kaufen. Findest du da auch. Ausrufezeichen Arena. Da kannst du es kaufen und dann kannst du es auch runterladen. Oh shit, Sniper Scaff. Hab schon wieder meine Bytes nicht geändert. Fällt mir gerade auf. Es geht jetzt besser mit dem Bolt, ne? Ja, Ground Zero ist PvP Ground Nummer 1, ey. Aggressor, ich weiß. River Style Beta. Hey, Viberon. Ja, er muss dich rantasten, Aggressor. Tarkov hat sehr viele geile Maps. Garantiere ich dir. Aber sie sind natürlich schwierig, wenn man sie erstmal nicht kennt. Ciao. Ich hab ihn gehittet, ich hab ihn gehittet. Da hast du, ist richtig. Motivation war da, ja. Safe. Да ёбушки-воробушки! Das soll einfach mal verrecken, ey. Scheiß Geländer da jedes Mal. Ja, Alex, servus.
Nach dem Baby hast du gesagt, das wird klasse, ja. Die haben dich eiskalt belogen, lieber Pat. Das Baby machen an sich war ja wahrscheinlich auch klasse, ne? Das ist das Problem. Lug und Betrug, ja. Kann mir vorstellen. Alright, wir sind overweight. Müssen noch eine Quest machen. Hilft nix. Hey Pierre. Ja, läuft gut, läuft gut. Jetzt mit Schnee erst recht. Richtig nice. Ja, um 20 Uhr fängt es auf einmal das Schneien an und ja, alles wurde weiß. Dynamisch. Im Raid. War verblüffend. ESG hat mit dem Vibe richtig rausgehauen. Also, das sage ich zwar oft, aber... Auf jeden Fall. Hier war schon einer. Okay. Der Nikita ist heute auch im Podcast mit der Kamera durch die Weihnachtsfeier von ESG durchgelaufen. Die haben sich ordentlich eingeorgelt. Aber ein hochvernünftiger Verein, würde ich sagen. Hey, Fritteusenfritze. Der Podcast ging lang. Ich glaube, der ging noch und dann haben sie um 20 Uhr haben sie den Schnee freigeschaltet, ne? So. Und dann Stylobait, ne? Oder Sewer River. Kann ich da noch hinschauen? Ich kann eigentlich Sewer River gehen. Muss ich jetzt halt hier eigentlich Ballad Lover? Ne, okay, ich muss nicht dieses Teil finden. Das kommt erst später. Bitcoin? Yoink Chain. Na gut, dann gehen wir raus hier. Schnee? Ja, Schnee. Alles weiß. Ich weiß, draußen liegt noch ein Toter. Aber... Ich bin eh voll. Ich kann nichts mehr looten. Nur noch diese Metal-Kiste hier.
mal zum Sewer River, würde ich sagen. Bevor jetzt hier alle Scav-Player der Welt ankommen. Was auf Streets gerne mal passiert. Celebellio! Vielen Dank für den Prime 14. Willkommen zur Gnabo-Falle. Danke für den Support. Servus, wie geht's? Danke, dass du den Prime mir lässt. Weiß ich zu schätzen. Ich find's auch krass, wie sich die Büsche alle verändert haben und so. Also, haben sie echt gut umgesetzt. Ich denk mal, wir werden jetzt immer Winter, Frühling, Sommer, Herbst. Sie haben jetzt von Seasons gesprochen, ne? Ja, bitte, Amy. Eine Magpul 7, das ist gut. Also schon fertig gemoddet? Mit der kann man arbeiten. Ja, es gab einen Quest-Bug, dass Quests auf Null gegangen sind. Ihr müsst sie leider nochmal machen. Es hat sich wohl einiges resettet. Ich weiß auch nicht warum. Es ist so. Unlucky, aber so ist es. Nee, da kann man nichts machen. Wenn sowas passiert, kann man nichts machen. Ihr braucht auch nicht im Support schreiben oder so, die machen da auch nichts. Das ist einfach... Man spielt eine Beta, das sind Beta-Dinge. Vielen Dank für den Follow bekommen. Nächstes Jahr, 2024. Jimmy. Gerne. Spielen neu starten, Samagon. Ah, wisst ihr was, Leute? Es war doch ein guter Raid, oder? 4 Kills? Ah, hallo YouTube draus. Macht mal hallo YouTube draus. Verewigt euch. Vier Kills. Dazu guten Loot. Dazu eine Quest fertig. Was will man mehr? Oh, der YouTube-Spam, der läuft aber heute schleppend an. And I've been counting